Und zwar verlassen wir die Region Hauts-de-France und begeben uns in die Normandie. Unser erstes Ziel ist der kleine Fischerhafen Le Tréport. Drei Monate, juhu! Drei Monate im Wohnmobil. Ja, durch Europa. Wenn du die komplette Reise mitbekommen möchtest und kein Video verpassen möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu abonnieren. Und wenn du schon Abonnent bist, dann viel Spaß bei unserer bislang größten Reise. Die Opalküste war wirklich sehr schön, sehr ruhig. Und jetzt sehen wir uns den nächsten Küstenabschnitt an, nämlich die Alabasterküste, Côte d'Albâtre. Wir freuen uns schon drauf. Heute haben wir ausnahmsweise mal wieder eine längere Etappe vor uns, und zwar verlassen wir die Region Hauts-de-France und begeben uns in die Normandie. Wir haben etwa 100 Kilometer vor uns. Unser erstes Ziel ist der kleine Fischerhafen Le Tréport. Da haben wir jetzt 1,5 Stunden vor uns, ganz gemütlich. Wir waren ganze 2 Kilometer auf der Autobahn, denn kaum bin ich aufgefahren, ist mir gekommen, oje, in Frankreich ist das mit dem Wohnmobil ja ziemlich teuer, also sind wir bei der nächsten Abfahrt gleich wieder runter, und diese 2 Kilometer haben dann gleich mal 2,20 Euro gekostet. Also fahren wir jetzt auf der Landstraße, auf der Route Nationale. Das wird etwa 20 Minuten langsamer sein, aber dafür sparen wir wahrscheinlich 100 Euro, wenn man das jetzt hochrechnet, auf die über 100 Kilometer, die wir heute fahren. Das zahlt sich schon aus, außerdem sieht man mehr und sieht die schöne französische Landschaft. Wie so oft gibt es schon wieder eine Planänderung. Wir haben an der Straße ein Schild gesehen, Baie de la Somme, haben gegoogelt, was es da gibt. Da gibt es Seehunde am Strand. Ich da weiß muss es nicht. Man hier Seehunde! Die Olla hat mich natürlich nicht weiterfahren lassen, und jetzt suchen wir uns da einen Stellplatz, wo es angeblich tatsächlich vor dem Stellplatz am Strand Seehunde geben soll, wenn man Glück hat. Ob wir Glück haben oder nicht, sehen wir in 20 Minuten. Die Anfahrt ist relativ mühsam. Das Navi sagt, hier darf man 80 fahren, mehr als 50 sind auf alle Fälle nicht drin, sonst fällt der Camper auseinander. Aber sehr schöne Gegend, sehr ruhig, zum Radfahren sicher toll. Ob wir es heute noch in die Normandie schaffen, mal schauen. Jetzt erstmal das Seehundprogramm. Mir wäre es recht, wenn jetzt niemand entgegenkäme. So, hier sind wir jetzt am Strand des kleinen Ortes Le Hurdel in der Baie de Somme. Wie ihr gesehen habt, ist er sehr gut besucht, aber wir haben noch einen Platz gefunden. Leider haben wir hier jetzt die Flut erwischt. Man sieht keine Sandbank und dementsprechend auch keine Seehunde. Sonst hat man wirklich nur ein paar Schritte von diesem Stellplatz, um die Seehunde zu sehen. Derzeit schwimmen dort nur Vögel. Man kann aber bereits erkennen, wo sich die Sandbank dann bilden wird. Ich habe diese Gezeitentabelle jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktionieren wird mit dem Seehund fotografieren. Aber die Gegend ist trotzdem interessant. Wie überall hier an der Nordseeküste findet man alte Bauwerke aus der Kriegszeit. Hier schwimmt ein Bunker schief im Wasser. Das Gebiet war ja Teil des Atlantikwalls und dementsprechend gibt es überall alte Bunker.
Ja, und so wird so ein Tag dann ganz unvermutet zum Beach Day. Hatten wir eigentlich nicht geplant, aber so gefällt es uns halt am besten. Wir wollten eigentlich die Normandie ansteuern und dann sehen wir am Weg da ein Schild und landen ganz woanders. Und der Stellplatz ist gar nicht schlecht. Und jetzt genießen wir mal den Nachmittag hier und versuchen ein paar Seehunde zu sehen. Wir haben vorhin schon welche gesehen. Hola, hola. Allerdings relativ weit weg vom Ufer und ich hatte keine Telelinse dabei. Jetzt ist das Material mit, aber die Seehunde sind weg. Ich hoffe, sie kommen wieder. Wir haben leider Flut erwischt, also sie schwimmen halt und sind nicht irgendwo praktisch auf einer Sandbank abzufotografieren. Und wenn sie schwimmen, dann sind sie immer nur ganz kurz an der Oberfläche zum Luft holen und verschwinden dann wieder. Ja, Fritz, du hast den ganzen Käse in das kleine Wisselbrigett reingelegt. Er wollte runterfallen. Du hast ihn sozusagen gerettet. Da vorne bildet sich schon langsam schon die Sandbank. Bin gespannt, wann darauf die Seehunde auftauchen. Ja, der Tidenhub ist hier schon ein Wahnsinn. Als wir gekommen sind, waren wir etwa 5 Meter vom Meer weg. Schaut mal, wo es jetzt schon ist. Das war jetzt nur etwa eine Stunde und wir sind noch ganz weit von Ebbe entfernt. 9 Meter Unterschied gibt es hier zwischen Ebbe und Flut. Schon ziemlich gewaltig, obwohl es hier keine Steilküste hat. Jetzt sieht man dazwischen den Sandbänken die Strömung so richtig, die da durch den Gezeitenwechsel entsteht. Kein Wunder, dass hier Baden verboten ist. Da stehen überall Warnschilder, dass die Strömung hier gefährlich stark wird und beim Gezeitenwechsel die Flut da mit der Geschwindigkeit eines galoppierenden Pferds herankommt. So steht es auf dem Schild hier. Wattwanderung sollte man bekanntlich ja nur mit Guide machen, wenn man die Verhältnisse hier nicht kennt, denn sonst kann es auch ganz schnell gefährlich werden. Und da draußen sehen wir gerade ein Fischerboot, das von Möwen regelrecht belagert wird. Die wollen sich die Arbeit auch ein wenig einfach machen. Vor uns hat sich jetzt schon so eine richtige Sandbank gebildet. Leider sind die Seehunde komplett verschwunden. Ich habe jetzt seit einer Stunde keine mehr gesehen. Die sagen wohl, die Nachbarn sind jetzt zu laut, sowohl die Vögel als auch die Menschen und kommen wahrscheinlich erst später wieder raus. Aber wenn wir jetzt die Gezeitentabelle richtig interpretiert haben, dann sollten wir Ebbe eigentlich genau zur goldenen Stunde haben. Also das sollte dann für Aufnahmen perfekt passen. Ja, vorhin, als wir gekommen sind, vor etwa 2 Stunden, war das Meer an der Kante da vorne, an der ersten. Jetzt schaut mal, wo es jetzt hin ist. Wahnsinn! Wenn die Olle jetzt wieder da ist, werde ich vorschlagen, dass wir zurück zum Camper gehen. Erstens, um nachzusehen, ob er schon aufgebrochen wurde. Wir sind ja immerhin in Frankreich und da habe ich schon einiges erlebt als Kind mit den Eltern im Wohnmobil. Da war die Campertür mehrfach offen. Wir hoffen, dass es hier nicht so schlimm ist. Aber hauptsächlich möchte ich eigentlich eine Kaffeepause im Schatten mit. Ich habe aber auch Glück heute. Ich wollte jetzt gerade anfangen zu arbeiten im Schatten des Nachbarcampers und dann fährt er weg. So, wir haben gegessen. Jetzt ist es 19.20 Uhr und jetzt schauen wir mal, ob wir die Seehunde wiederfinden. Ich glaube, da vorne sehe ich sie. Wie ich da hinkomme, weiß ich nicht genau. Ich glaube, da heißt es durchs Wasser und über diese Algenteppiche da latschen. Ola folgt mir dann etwas später. Das mit der goldenen Stunde, das klappt ohnehin nicht so perfekt, denn ausgerechnet jetzt ist wieder mal eine Wolke da. Das heißt, aktuell gibt es gar keine Sonne. Aber vielleicht wird es noch. Ja,
hier sieht man, wie stark die Strömung ist. Ich glaube, hier sollte man nicht ins Wasser gehen, sonst ist man irgendwo in Florida. Und die Seehunde sind jetzt leider da drüben auf der Sandbank. Das ist ziemlich weit weg. Und ich schaue jetzt mal, ob ich sie drauf bekomme, aber sie werden wahrscheinlich nur kleine Punkte bleiben. Ja, leider wird das nichts Großartiges heute mehr. Die Sonne ist leider weg. Nichts mit der goldenen Stunde, es ist eher die diesige Stunde. Und die Seehunde, die haben auch was Besseres zu tun, als hier die Touristen zu belustigen und sind möglichst weit weg. Verständlich, so eine richtige Wildlife-Linse habe ich nicht. Besser als nichts, aber jetzt keine großartige Seehundaufnahme. Da waren die von heute Mittag, wo das Licht halt sehr schlecht war, fast besser, weil sie da näher dran waren. Bis zu dieser Kante hier kommt das Meer dann bei Flut und jetzt ist es kilometerweit weg. Crazy. Und Olli, ein Erfolgserlebnis? Ja. Schon? Wir haben immerhin Seehunde gesehen, von Weitem, aber... Naja, das Wetter hätte besser mitspielen können. War schön warm während des Tages. Ja, schöner Strandtag. Guten Morgen, ich habe nochmal versucht, die Seehunde zu sehen. Ich glaube, sie sind noch immer auf ihrer Sandbank oder schon wieder. Das wird heute nichts. Weiter geht's. Erstmal seit 2 Wochen heißt es heute wieder auftanken. So, mit einem Tag Verspätung sind wir jetzt aber da auf den Klippen von Le Tréport, auf dem Stellplatz direkt über der Stadt. Und jetzt hoffen wir, dass das Wetter hält, denn es wird schon wieder finster da hinten. Regen ist angesagt. Da haben wir jetzt also das Städtchen Le Tréport hinter uns und damit sind wir auch in der Normandie angelangt. Wir haben also die Region Hauts-de-France verlassen. Schön anzuschauen sind die Klippen schon mal. Das Wetter spielt nicht ganz mit, es ist heute sehr wechselhaft angesagt. Es könnte sonnig sein, es könnte bewölkt sein oder auch regnen. Wir wissen es nicht und deswegen wissen wir jetzt auch nicht ganz genau, wie wir uns den Tag einteilen sollen. Aber ich denke, ich werde jetzt mal die Olda etwas antreiben, damit sie mit ihrem Frühstück fertig wird und damit wir dann nach unten fahren und uns das Städtchen mal ansehen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich zu Fuß gehen, wir könnten die Räder auspacken und hinunterrollen. Da wird die Olda aber keine Freude haben, wieder zurück hinauf zu müssen und deswegen probieren wir wahrscheinlich das Funiculaire, also die Standseilbahn, die angeblich gratis ist. Das sehen wir uns an, ob das stimmt. Ansonsten der Fußweg über die Treppe hier wäre auch nicht so weit. In der Theorie sollte man hinter mir jetzt bis nach England sehen können, 100 Kilometer entfernt, leider derzeit in den Wolken versteckt, beziehungsweise es ist einfach zu diesig, um da was zu sehen. So ging es uns jetzt eigentlich auf allen Stationen, wo man England hätte sehen sollen, aber vielleicht wird es noch. Es gibt ja noch ein ganzes Stück Küste für uns, da kann ja noch was draus werden.
Der Stellplatz hier kostet 7 Euro am Tag, das ist in Ordnung. Wer allerdings jetzt Aussicht erwartet, weil man hier auf den Klippen sitzt, der wird vielleicht enttäuscht, denn die Aussicht, die beschränkt sich auf einen dünnen blauen Streifen, den man von manchen Stellplätzen aus sieht. Wenn man den falschen Platz erwischt, dann sieht man überhaupt nur den Erdwall hier an der Klippe. Aber trotzdem, schöne Location. Passt schon. Leider ist es nicht ganz ruhig, denn man ist hier direkt an der Straße und da ist doch etwas Verkehr. So, wir gehen es jetzt an, ab in die Stadt Le Tréport. Die Sonne ist gerade wieder ein wenig heraus. Als wir losgegangen sind, vor 2 Minuten war es komplett finster. Also es ist weiterhin extrem wechselhaft. Und ich muss mich ein wenig korrigieren, denn die Stadt, die man da hinter uns sieht, ist nicht Le Tréport, sondern das ist die Nachbarstadt Mers-le-Bain. Le Tréport ist anscheinend genau unter uns und da schauen wir jetzt hin. Der Standseilbahn wurde 1906 erbaut. Das ist ein Meisterwerk von Konstruktion. Die wurde natürlich während Kriegszeiten stillgelegt und pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum in 2005 wieder reaktiviert. Die verbindet die Klippen mit der Stadt unten und ist für alle gratis. Mit den Klippen ist offensichtlich nicht zu spaßen, sowohl oben gibt es ein Verbot, entlang des Abgrunds zu spazieren, als auch hier unten, auch da darf man unterhalb nicht vorbeigehen. Es gibt viele Hinweisschilder, alles streng verboten, weil natürlich diese Klippen aus weichem Gestein bestehen. Dieses Gestein wird erodiert durch Wasser und dann fallen immer wieder Stücke ab. Und das wäre sowohl für Spaziergänger oben als auch für die darunter fatal. Wen erinnern diese Klippen an die weißen Klippen von Dover? Falls das der Fall ist, dann liegst du nicht falsch, denn irgendwo gab es natürlich diese Abbruchkante, wo dann Kontinent und England auseinandergedriftet sind. Die Teile passen quasi wie Puzzlesteine zueinander. Durch diesen Funikulär, diese Standseilbahn, ist es übrigens so, als wäre der Wohnmobilstellplatz direkt in der Stadt. Ist wirklich sehr angenehm, fährt andauernd, funktioniert wie ein Aufzug. Das heißt, man steigt ein, drückt den Knopf und dann fährt es ab. Und man ist in 0,nix hier unten oder auch wieder oben. Und das ist sehr toll, man ist mitten in der Stadt, aber hat gleichzeitig die Aussicht über den Klippen. Da stehen viele kleine Hütchen am Strand mit schönen bunten Dächern. Zuerst habe ich mir gedacht, das sind so Strandkorbhaus, das man mitten könnte. Ich lag aber falsch. Von vorne sieht man, dass das eine Art Schrebergartenhütten sind. Also da hat man die Picknicksessel drin und einen Campingtisch und man sitzt vorne am Strand, hat einen schönen Picknick. Finde ich auch schön. Der Küchenchef empfiehlt heute Salat mit Sesam-Avocado, wahlweise mit Ei. Und der Empfehlung sollte man folgen, weil sonst gibt's nichts. Kurzer Abendausflug nach Mers-le-Bain. Ja, allein für den Ausblick darüber zahlt sich schon aus, hierher zu kommen. Das ist einfach die nächste Klippe wieder hinauf in Mers-le-Bain und da drüben auf diesen Klippen, da steht jetzt unser Camper. Ist nicht sehr weit, ich schätze mal 5 Kilometer. Das ist schon cool hier, direkt auf den Klippen über Mers-le-Bain. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass man hier Radfahren darf. Ich habe aber geschaut und es war kein Verbotsschild da.
in Österreich, wenn irgendwas verboten ist, dann stehen 17 Schilder dort. Also ich hoffe mal, dass es hier gilt, wenn kein Schild da steht, dann darf man es. Es ist ohnehin niemand mehr unterwegs jetzt. Und ich bin jetzt eigentlich der Letzte hier oben. Wirklich ein tolles Schauspiel. Diese steil abfallenden Klippen, also zu nah an den Abgrund sollte man wirklich nicht kommen. Man sieht da auch oben die Abbrüche, man darf sich da nicht täuschen lassen und glauben, dass das Gras das sichert. Funktioniert offensichtlich nicht immer. Und unten am Strand, da liegt jetzt auch genug Gerödel, also lieber ein wenig fernbleiben dem Abgrund. Und da sehen wir ihn schon, den nächsten Ort. Da werden wir. Guten Morgen. Ola ist beim Einkaufen. Heute ist sie dran, weil ich habe gestern meinen Fuß leider irgendwie beleidigt. Der ist nach meiner Sportverletzung letztes Jahr leider immer noch ein wenig kompliziert. 10 Radtouren gehen gut, bei der 11. ist er dann schwer beleidigt. Ich weiß nicht genau, was anders ist. Vielleicht war es gestern diese leichte Offroad-Tour, dass diese Schläge schlecht waren. Heute schmerzt er ziemlich und deshalb wissen wir jetzt noch nicht genau, was wir mit dem Tag anfangen. Es muss wohl eher Sightseeing sein, das entweder vom Camp aus möglich ist oder mit den Rädern. Gehen wird halt eher schwierig. Ja, jetzt soll er mal beim Lebensmittel einkaufen und dann sehen wir weiter. Wie unsere Reise weitergeht, ob uns ein Fels aufs Womo fällt und welcher Camper hier abgebrannt ist, erfährst du aber im nächsten Video. Einstweilen alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal.